Das wird richtig wegflashen. Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Ihr habt es bestimmt schon am Titel erkannt. Heute geht es um LED-Leuchtmittel in H7. Ich habe zwei Versionen heute am Start. Die werden wir einmal heute ausprobieren. Ich werde euch zeigen, wo der Unterschied ist bei den beiden, denn beide haben unterschiedliche Werte. Ich habe zweimal von Oaksbeam. Einmal die C6 Headlight mit 3800 Lumen bei 36 Watt und bei 36 Watt die Oaksbeam S2 H7, die mit 8000 Lumen hier auf dem Karton angegeben sind. Vorweg nicht erlaubt im Bereich der STVZO. Also die sind nicht zugelassen, kein E-Prüfzeichen. LED-Leuchtmittel haben grundsätzlich kein E-Prüfzeichen. Egal wo was draufsteht, LED im Straßenverkehr ist nicht erlaubt. Damit ich das schon mal gesagt habe. Das werde ich jetzt nicht mehr nochmal erwähnen im Rest des Videos. Deswegen schreibt es euch hinter die Ohren, LED im Straßenverkehr nicht erlaubt. Das machen wir heute nur zu Testzwecken, um einmal zu schauen, wie der Unterschied ist zwischen einer normalen H7 Birne mit 55 Watt und jeweils den beiden LEDs. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Heute haben wir hier einen BMW F20 1er. An meinem 5er kann ich es nicht testen, denn der hat Xenon. Da passen die H7 Birnen halt nicht rein. Und deswegen den 1er, der hat normale Halogenscheinwerfer. Ich baue jetzt erstmal direkt die erste Birne ein und dann fahren wir mal vorne weiße Wand irgendwie und schauen uns das mal an. Dann testen wir die andere und vergleichen einmal und eventuell fahren wir noch irgendwo anders hin. Ich muss mal gucken, ob wir eventuell auf dem freien Feld die Gesamtleuchtkraft auch irgendwie beurteilen könnten. Aber mir geht es jetzt erstmal hauptsächlich darum, zu sehen, wie im direkten Vergleich die 55 Watt H7 Birne gegen 36 Watt LED abschneidet. Also bleibt bis zum Ende dran, viel Spaß bei dem Video. So, ich werde jetzt als allererstes die S2 H7 von Oaksbeam ausprobieren. Ich habe hier jetzt hinten schon mal die Klappe abgemacht, werde jetzt einmal kurz die originale H7 Birne ausbauen und einmal gegen die LED ersetzen und schauen, wie sich das dann verhält. Deswegen einmal von hier hinten rein, den Deckel auf, Deckel beiseite, H7 Birne raus. Natürlich ziemlich dunkel hier, aber das wird schon. H7 Birne hier raus, so, zack, und dann nehmen wir uns direkt die hier und ich sehe schon das erste Problem, die wird nicht passen. Wieso? Weil, ja, ich die hier nicht reingesetzt bekomme, sehe ich jetzt gerade schon. Nee, es wird nicht funktionieren. Also was ich jetzt machen kann ist, den Stecker hier ganz normal reinstecken. Also ich kann den Stecker hier draufstecken auf den Adapter, aber ich kann die jetzt nicht rausschrauben, weil der Adapter schon eine integrierte Halterung ist. Ich könnte den jetzt nur versuchen, hier so reinzuschieben. Wo ist er denn? Guck mal, wenn der durchguckt. Ja, und lediglich so. Jetzt hält er natürlich nicht vernünftig. Aber er sitzt drin. Was wir jetzt machen können ist, ich zeige euch einmal, wie das aussieht. Und zwar könnt ihr da reingucken, da seht ihr schon das LED-Leuchtmittel. Und rechts ist das H7-Leuchtmittel fürs Fernlicht. Und links ist halt die LED. Und ja, am einfachsten ist jetzt, ich fahre jetzt mal gegen eine weiße Wand. Und dann schauen wir uns zusammen mal das Ergebnis an von der S2 H7. So, jetzt gerade ist nur das Standlicht an. Ich habe jetzt die Oaksbeam S2 H7 auf der Beifahrerseite, also auf der Seite. Und ja, ich mache jetzt einfach mal das Licht an und dann gucken, wie die sich im Vergleich zur normalen H7 Birne verhält.
Also wie wir sehen können, ist die schon wirklich deutlich heller. Vom Abstrahlwinkel ist das jetzt erstmal so in Ordnung, weil ich gehe jetzt zur Beifahrerseite hin, gehe ich ein Stück höher. Aber wir sehen, es ist halt wirklich krass weißes Licht. Wir haben oben jedoch so einen gelben Streifen. Das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das von vorne aussieht. Und jetzt seht ihr genau, das ist der Effekt, warum diese Birnen nicht im Straßenverkehr erlaubt sind. Weil die einfach krass blenden. So von oben geht es ja noch. Auch schon sehr, sehr hell. Aber je tiefer ich komme, so, wenn ich fast auf gleicher Höhe bin, dann ist das einfach zu heftig, was die Blendwirkung angeht. Ich nehme mal das Stativ mal zur Seite. Zieht euch das einfach mal rein. Ja, ziemlich geiler Effekt soweit. Ich würde jetzt sagen, wir bauen jetzt einfach mal die C6 ein. Die hat wohl nicht so viel Leuchtkraft. Also es war jetzt die S2 heißt die. Die hat ja, was war das jetzt, 8000 Lumen waren da angezeigt. Und die andere hat die 3800 Lumen, beide bei 36 Watt. Ja, bauen wir mal die C6 ein und gucken mal, wann, ja, was da dann für ein Unterschied ist. Wenn wir uns die jetzt von der Bauform her angucken, sehen die beide ziemlich ähnlich aus. Die hat einen etwas breiteren SMD-Chip und die etwas dafür länger. Und ich muss sagen, der Kühlkörper, der ist schon recht warm. Also der hat bestimmt schon so 30, 35 Grad jetzt. Also es ist schon, die lief vielleicht eine Minute, zwei. Also bleiben wir zwei Minuten, mehr war das jetzt auch gar nicht. Naja, setzen wir mal die andere dran. Hier genau das gleiche Problem. Ich kriege die beim Einser nicht in die Fassung rein. Deswegen können wir die jetzt auch erstmal nur so provisorisch nur reinsetzen, damit sie hält. Ja, ich würde sagen, einmal wieder an die Wand. So, falsch gepolt, Stecker einmal umdrehen und nochmal neu reinstecken, weil der Stecker funktioniert nur in einer Position. So, und hier sieht man jetzt auch schon direkt im Vergleich. Die LED-Lampe streut nicht so weit nach oben wie die andere. Und die ist gefühlt auch nicht so hell. Also wenn ich jetzt direkt hier vorhänge, kommt die mir nicht so hell rüber. Die kommt eigentlich nur weiß rüber. Und Ticken heller als die H7-Birne. Gut, die blendet schon so ein bisschen, ne? Aber nicht so stark wie die S2 Grad. Das ist jetzt die C6. Wir gucken uns die jetzt nochmal hier an, aber kurz Stativ zur Seite. So, jetzt haben wir hier. Und jetzt so ein bisschen Gelbstich, hatte die andere jetzt nicht so stark gehabt.
Die aber umso mehr. Oh, da kommt der Fokus natürlich komplett durcheinander. Aber wie gesagt, kann ich mich jetzt nur wiederholen, das ist der Grund, warum die Dinger aber auch verboten sind. Weil die einfach zu krass im Straßenverkehr blenden würden. So, einmal wieder zurückbauen, weil so kann ich natürlich nicht auf der Straße fahren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das war der Vergleich der beiden Augsbeam H7 LED-Birnen, die S2 und die C6. Wie wir gesehen haben, die S2 hat ja eine deutlich stärkere Leuchtkraft, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt anders seht, aber meiner Meinung nach ist die S2, also die zuerst getestete, deutlich stärker vom Licht her, von der Helligkeit her auch. Die C6 nicht so stark, aber auch schon sehr hell. Ihr habt auch gut gesehen, meiner Meinung nach, dass diese Birnen blenden. Die blenden wirklich stark. Deswegen nochmal an euch. Das war jetzt nur so ein Test, um euch mal zu zeigen, wie das so aussieht und welche Auswirkungen das ja auch hat. Denn die blenden einfach und dadurch sind die natürlich im Straßenverkehr nicht zugelassen. Egal was, ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt jetzt noch kaufen kann aktuell. Ich schaue mal kurz, ich packe euch einen Link in die Videobeschreibung, wenn ich was finde, damit ihr auch mal seht, dass sich das eigentlich nicht lohnt, weil die Dinger einfach auch zu teuer vom Preis her sind. Tut euch bzw. allen anderen Verkehrsteilnehmern einen Gefallen und baut so etwas nicht ein. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.